Ja, servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Ganz genau. Heute mal mit der kleinen Kamera und einem Windmikro. Mal gucken, ob der besser ist, weil wir haben es wieder extrem windig. Aber heute kommt das Zusatzvideo von unserer Roadtour. Eigentlich sind wir auf dem Weg nach Hause, aber wir haben uns gedacht, hey, was soll's. Wir müssen zwar so ungefähr morgen wieder arbeiten, aber wir müssen Holland ausnutzen. Wir müssen Holland nochmal ausnutzen. Und sind jetzt nochmal, wir klappern nochmal ein paar neue Stellen ab und zum Schluss gehen wir nochmal an die Stelle, wo wir eigentlich richtig, oder eigentlich ich richtig gut gefangen habe, aber wo wir denken, da müsste der Fisch laufen. Hier sind wir jetzt an so einer geilen Kreuzung. Ja, also hier gehen zwei so eine kleine Kanäle rein und ein großer lang. Und hier werden wir das erstmal probieren, wa? Und ja. dann machen wir es so wie öfter. Anna hat jetzt hier die Actioncam um. Ja, wenn ein Fisch kommen sollte, dann wird die angemacht. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt 12.30 Uhr, 13 Uhr schon, aber ich denke mal 10 Stunden haben wir Zeit mit Fahren und mit Angeln und dann hoffen wir das Beste, wa? Ja. So, machen wir das. Wow. Ich glaube, die beiden Kinder haben mit der Bodenangel und hier ist ein schöner Fisch. Said, baby, guck mal, ich nehme den Fisch an. Da geht's Petri, schöne Barbe. Ja? Ja. So, meine lieben Angelfreunde, wir sind wieder ein bisschen weitergelaufen und hier haben wir eine Stelle, da könnt ihr mich sofort drin verlieben. Guckt euch das mal an. Ja, das ist jetzt der Graben, also so ein Seitengraben. Hier sind überall. Darf ich schon? Ja, mach ruhig. Hier sind überall Seerosenfelder. Hier ist so eine Verengung. Ja, hier ist so eine Verengung. Und da hinten geht es drin in eine Brücke. Man darf bloß bis zum Ende der Brücke angeln und danach darf man nicht angeln. Zum Glück gibt es den Fischpass, dass man sowas sehen kann. Und die Anne, die hatte da, wo wir gerade waren, einen schönen Barsch gefangen. Aber den hat sie nicht gefilmt, den hat sie sofort wieder released. Also schön, ja, weiß nicht, 15 cm oder so. Ja, war ein kleiner. Ja, aber trotzdem, und hier denke ich mal, also hier könnte wirklich ein Hecht kommen. Also den Spot angeln wir ein bisschen aus. Wenn wir den ausgeangelt haben, dann fahren wir weiter zum anderen Spot. Ich habe heute mal die Spots rausgesucht. Ich habe gestern Nacht im Auto so ein bisschen überlegt, wo könnte man hinfahren und so. Und die angeln wir ein bisschen aus. Und dann mal gucken. Und hier steht Garantie irgendwo ein Hecht. Hoffe ich. Der muss bloß noch Lust haben. Aber von der anderen Seite machen müssen? Egal. Nee, jetzt sag mal. Nee. Schade. Schade Schokolade, aber hoffentlich habt ihr den gesehen. Ich weiß nicht, wie der Winkel eingestellt war von der Kamera. Das war jetzt schon der zweite. Der erste war auf dem Oberflächenköder. Der kam rausgeflogen. Also hier an der Kante, meine Stelle, mega. Wir müssen weiter angeln. So, meine lieben Angelfreunde, wir sind wieder im Auto. Ich werde heute auf jeden Fall noch einen Meter Hecht fangen, einen 50er Barsch oder einen 90er Zander, weil ich bin gerade in so einen Hundehaufen getreten. Den haben wir sogar vorher gesehen. Aber so ist es, wenn man nicht mehr dran denkt, tritt man da genau rein, weil ich schon wieder die neue Stelle gesucht habe. Aber man muss sagen, bislang meine Stellen laufen. Erste Stelle Barsch, zweite Stelle Barschnachläufer und zwei Hechte. Einer, der ist über den Oberflächenköder hinweggesprungen, total geil. Dann hat Anne da gleich hingeworfen, der wollte nicht mehr, weiß ich nicht, wo der sich so schnell verzogen hat.
Und dann habe ich einen weiten Wurf gemacht mit einem Spinnerbait und da einen schönen Hecht drauf bekommen. So 60 vielleicht oder so, war so ungefähr. Ich kann sowas nicht schätzen. Aber leider ab. Schade, schade, egal. Ab zur nächsten Stelle. Läuft heute. Es wird jetzt aber langsam so warm, wa? Ja. Mal gucken, also so lange Hecht läuft bestimmt nicht mehr. Genau drei Stellen, wo ich denke, da geht noch ein Hecht und dann werden wir zu unserer Dingstelle fahren vielleicht. Ja. Ja. Machen wir. So der Plan. So, meine lieben Angelfreunde. Neue Stelle, neue Glück. Schnell über die Leitplanke, damit wir weg sind von den schnellen Autos. Wir haben zwischenzeitlich beim Wechsel zur neuen Stelle noch eine neue Stelle gesehen. Da kam richtig geil frisches Wasser raus. Die sah mega aus, die Stelle. Ach so, gut. Wartet, können wir jetzt ja einblenden. Da habe ich ja ein bisschen, ja, also dann hat Anne ein bisschen gefilmt. Hier haben wir jetzt eine geile Stelle, eine Brücke und zwei kleine Nebenarme, die da rauskommen. Die werden wir jetzt hier auch mal abfischen. Das macht echt Spaß, muss man sagen, mit dem leichten Tackle immer wieder eine neue Stelle anfangen und gucken, was geht. Hier werden wir auch sämtliche Köder wieder ausprobieren und dann schauen wir mal. Ja, großer? Der erste Wurf weiß ich nicht. Oh, schöner Barsch. Ist das denn so? Der erste Wurf mit einem Jigspinner. Geil. Pippi! Oh. Der erste Wurf, geil. Vorher mit dem Shitterbait alles abgeworfen. Jetzt machen wir den ersten Wurf mit dem Jigspinner. Schön gefüllt, schön dunkel ist er, wa? Ja. Geile Zeichnung, den hat er voll Wolli genommen. Mal, mal gucken, vielleicht sind ja da noch ein paar mehr. Oh ja, der könnte besser sein. Oh ja. Oh, das ist immer Barsch. Oh, danke! Petri! Ja, Mann! Der kann gleich wieder rein, oder? Oh ja! Oh! Und guckt mal hier! Da kommt gleich noch was raus! Noch ein Fisch! Da ist er! Na, was hat er gefressen? Wahrscheinlich. Aber, zeig mal. Also, was macht das hier? Geil. Der kann sich das schon sehen lassen. Der zweite Wurf nach ein paar Boote. So, Leute. Gerade drüben gefangen. Der muss natürlich gleich wieder rein. Ein kleiner Zander. Geil. So, meine lieben Angelfreunde, ihr seht die Anne da schon wieder schmeißen. Wir sind an der neuen Brücke. Die alte Brücke hat jetzt keinen Fisch mehr gebracht und wir haben ja heute gar nicht so viel Zeit. Wir wollen ja noch zu meiner Lieblingsstelle, also meiner neuen Lieblingsstelle, wissen nicht, ob man das so sagen kann, aber die wollen wir heute Abend ausangeln. Und jetzt probieren wir hier erstmal auch eine richtig fette Brücke, richtig geiler Schatten. Ja, also wir haben hier einen Schattenbereich, dann haben wir hier sogar ein Stückchen Sonnenbereich und da wieder Schatten. Und ja, also es könnte richtig geil sein, mal gucken. Ich werde die Kamera weglegen und wieder schmeißen. Also es sieht nicht schlecht aus. Mal sehen, ob wir die Fische auch so sehen. Anne ist schon wieder kalt. So windig und kalt. Und ich bin völlig im Eimer. Hier ist gerade was passiert auf diesem Köder hier. Zack. Mini Spinmet. Jigspinner, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Kam gerade ein Hecht hinterher. Auf jeden Fall Meter plus. Wahnsinn. Der hat seinen riesen Maul kurz vor mir aufgemacht und hat so ganz langsam am Köder vorbeigeschnappt. Und ich, also quasi verteilt vorbeigeschnappt. Und in dem habe ich den Köder aus dem Wasser gezogen.
Hab jetzt nochmal alles rangemacht, große Köder, kleine Köder, alles. Hab sogar noch einen kleinen Zander gefangen hier von, keine Ahnung, 15 cm oder was. Ah, aber ich bin durch. Da hat man, also das war der Ausnahmefisch, den man hätte fangen können. Wahnsinn. Vielleicht kommt ja nochmal was. Also da vorne, wir fahren nochmal auf die Seerosenstelle da. Da werden wir nochmal ein bisschen auf Hecht schmeißen. Und dann schauen wir mal. Dann geht der Tag leider schon so langsam zur Neige, wa? Das ist echt traurig. Echt traurig. Anne friert da drüben. Ich glaube, wir müssen in eine Sonne oder ein Auto. 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 Okay, wir fahren weiter. Ja. Jo, wir fahren weiter. Der was, wieder der vom letzten Mal? Ja, guckt mal da, meine lieben Angelfreunde. Ich sehe es gar nicht genau. Die Anne hat einen schönen Barsch gefangen. Ja. Ja, mit einem Gummifisch. Wie ihr vielleicht mit dem oder mit, sogar mit dem Windmikrofon, also mit dem ihr hören könnt, ist das sau windig. Wir sind jetzt schon mal an meiner Lieblingsstelle gewesen. Ich hatte da auch einige Bisse, aber das ist nicht angelbar. Da steht so der Wind drauf, das geht gar nicht. Und jetzt hat Anne eine neue Stelle rausgesucht. Da habe ich schon einen Fisch verloren, einen schönen Barsch. Anne hat jetzt ihn gefangen. Und ich denke mal, wir bleiben noch ein bisschen hier und werfen jetzt, weil hier kommt der Wind so ein bisschen gerade auf uns drauf zu. Das geht einigermaßen. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, ob noch was bei rumkommt, wa? So. Aber dick ist Petri. Dick ist Petri da. Endlich. Entschneidert, stimmt. Entschneidert für heute. Ja. Ja. Nochmal Petri. So, was ist denn da passiert? Da ist der große Dreck dran. Ja. Ne, der ist hier vorne. Schöner Barsch. Ja, geil. Nicht schlecht, der zweite auf Gummifisch. Ja. Und erst mit dem Spruch, da ist Dreck dran. Geil, Petri. Petri, danke. Ja, guten Morgen, meine lieben Angelfreunde. Ihr werdet euch wundern, ist wieder hell. Oder ich weiß gar nicht, wann wir die Aufnahme gemacht haben. Jedenfalls hatten wir eine kurze Nacht, sind schon wieder am Wasser. Und der erste Fisch ist auch schon gefangen. Oder sagen wir mal, der zweite, der erste Barsch, der war nicht ganz so groß. Also die Fische sind an meinem Spot auf jeden Fall da. Die Fische sind an meinem Spot auf jeden Fall da. Da ist der Jute. Schöner Barsch. Kann natürlich gleich wieder rennen, aber gestern, wir haben es noch eine Weile probiert. Wir haben sogar auch noch so 1-2 Bisse immer gehabt. Da an der langen Steinpackung, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt gefilmt hatten. Aber dann haben wir irgendwann aufgehört. Ja, der Wind ist echt nervig. Heute ist auch schon wieder Wind. Wir sind hier ganz kurz nochmal an meiner Lieblingssteinpackung, die ich gefunden habe. Ich darf vielleicht noch ein paar Würfe machen und dann fahren wir vielleicht nochmal zum großen Brückensport, bevor wir nach Hause fahren. Wir können einfach nicht nach Hause fahren. So, meine lieben Angelfreunde, der Film neigt sich dem Ende. Wir haben hier unser allmorgendliches Ritual. Kaffee machen erstmal. Ja, wir trinken erstmal einen Kaffee und dann geht's ab nach Hause. Ja, man hätte sich ein bisschen mehr versprochen für den Bonustag, was man nochmal hier geblieben ist. Jetzt haben wir eine lange Autofahrt vor uns. Aber es war trotzdem nochmal geil. Ihr habt es ja nicht gesehen, diesen Riesenhecht, den ich leider verpasst habe. Also das wäre auf jeden Fall der Meterfisch gewesen. Dann hatten wir noch ein paar schöne Barsche eigentlich. Du gestern die Bähnbarsche auf Gummifisch. Mhm. Ja, also wir haben uns eigentlich richtig hier in Holland Motivation geholt zum Raubfischangeln, muss man sagen. Anne ist ein bisschen angesteckt. Und was heißt angesteckt? Also ich habe schon zu Moppi gesagt, ne? Man hat halt so ein bisschen mehr Vertrauen gekriegt in die ganze Geschichte. Aber wenn du dann, weißt du nicht, wenn wir zum Beispiel an irgendeinem anderen Gewässer angeln in Deutschland und ich dann Ewigkeiten an Gummifisch durchziehe und dann nichts passiert, da denkt man, du machst was falsch. Ich mache irgendwas falsch, aber vielleicht sind halt wirklich einfach gerade keine Fische. Und hier ist es halt fischreicher, ja, denke ich. Ja. Ja. Ja, also man hat es eigentlich schon gesehen mit den Barschen. Also hier kann man an jeder Ecke irgendwie einen Barsch wenigstens fangen oder wenigstens dann sehen. Ja, ich habe ihn gesehen heute. Ja. Also hier. Ja, wie gesagt, ich habe heute 2 gefangen ganz kurz. Es war nochmal ganz kurz hier nach dem Aufstehen nochmal ein bisschen angeln. Aber leider ist es wieder extrem windig. Das hat uns so ein bisschen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, muss man sagen. Also die Spots, die wir uns rausgesucht haben, da waren manche richtig geil zum Angeln. Na, deine Lieblingsstelle, die ist scheiße, wenn es windig ist. Ja, das stimmt. Da kamen heute 1-2 richtig gute Bisse hoch, aber wenn so richtig der Wind drauf steht und man hat so einen großen Schnurbogen, ja, dann kann man leider nicht so gut angeln. Ja gut, wie gesagt, wir trinken hier noch einen Kaffee
und dann geht die Reise los. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Oh, mal gucken, mal was für ein Angeln. Schauen wir mal. Vielleicht beim Raubfischangeln in Deutschland. Oder vielleicht beim ganz gemütlichen Ansitz. Mal gucken. Ja, wenn wir zu Hause sind, heißt es erstmal alle Sachen sortieren, die man im Auto links, rechts, oben, unten. Oh Gott, und das Auto sieht schrecklich aus. Überall hingeschoben hat, um dann zu schlafen und so. Aber es war echt eine coole Sache. Ich denke mal, so was machen wir nochmal. Vielleicht ein bisschen noch mehr mit Plan. Also zum Beispiel auch mit Regensachen, dass man sich nicht welche holen muss und so. Naja, und wir müssen halt gucken, vielleicht können, also das ist eher so ein Raubfischding, weil da musst du nicht ganz so viel mitschleppen. Ja, das stimmt. Dann haben wir mehr Platz zum Schlafen. Das stimmt, wir waren nur einmal auf Friedfisch unterwegs und dafür so viel Zeug mitnehmen, das stimmt. Es sei denn, wir haben halt irgendeine Stelle, wo wir halt wirklich so mit Nachtangeln machen können. Das ist ja wieder was anderes, da hat man ja jetzt nicht großartig irgendwas gefunden, was halt so in unsere Region gepasst hat. Ja. Das stimmt, ja. Na gut, wie gesagt, wir sehen uns Dienstag oder Freitag 19 Uhr. Und bis dahin, tschüss, ciao. Und bis bald. Der Glubbe, die beiden Kinder zusammen mit der Bodenangel. Schöner Fisch. Guck mal, ich nehme den Fisch an. Da geht's Petri, schöne Barbe. Sweet honey. Oh, da. Ja?